Twinspark, der Motorrad-Podcast. Dann herzlich willkommen zur neuen Folge Twinspark Podcast. Ich freue mich sehr, wir sind heute wieder zu viert. Und zwar sind bei uns zu Gast Mario und Matej, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, von Free Gulliver. Die beiden haben einen Instagram-Account unter dem Motto Motorrad und Everest. Und was sich dahinter verbirgt, werden wir jetzt dann gleich in den nächsten paar Minuten von den beiden erfahren. Wir werden am Anfang kurz darüber sprechen, wie euer Weg zum Motorrad kam, dann was sich eigentlich hinter dem Thema Motorrad und Everest verbirgt und einfach so ein bisschen über die Vorbereitung und die ganze Reise sprechen, die ihr beiden so vorhabt. Aber gleich zum Anfang die übliche Frage, wie jeder unserer Gäste beantworten muss. Genau, bevor man zum Everest fährt, muss man erstmal den Weg zum Motorradfahren finden. Und das wäre unsere erste Frage. Wie habt ihr denn den Weg zum Motorrad gefunden? Was verbindet ihr damit? Und wie lange fahrt ihr denn schon Motorrad? Ich fahre Motorrad, solange ich denken kann. Konkret, muss ich nachrechnen, mit 16 habe ich eigentlich begonnen. Ich sage jetzt mal über 30 Jahre. Und wie ich begonnen habe, das waren gute Zeiten. Ich erinnere mich daran wie an gestern, denn es war sehr aufregend. Es war eine andere Zeit. Es gab keine Führerscheine oder irgendwas. Die einzige Bedingung war, du musst 16 sein und schon kannst du fahren. Und somit weiß ich noch ganz genau, an meinem Geburtstag war ich der allererste bei der Behörde und habe mir die Kennzeichen geholt. Ich habe nur mein Ausweis herzeigen müssen und habe halt, weiß nicht, für damals für ein paar Schilling, hat es noch keine Euro gegeben, habe ich halt ein Kennzeichen bekommen. Und ich war so aufgeregt, ich bin so schnell als möglich mit dem Fahrrad nach Hause und ich habe noch nie ein Kennzeichen montiert. Ja, wie macht man das? Ja, das ist ganz einfach. Man bohrt ein Loch ins Kennzeichen und dann schraubt man es fest. Also hinein ins Haus, Bohrmaschine geholt, ja, wo bohre ich das jetzt? Ich habe einfach das Kennzeichen mitten auf mein Bett gelegt, habe mit der Bohrmaschine reingebohrt und wie es durch war, hat sie die ganze Bettdecke rund um die Bohrmaschine gedreht. Ich habe ein riesiges Loch bis zur Matratze über ein Loch gebohrt. Mir war das komplett egal. Ich habe das einfach nur den Bohrer rausgezogen, zum Motorrad raufgeschraubt und bin nie wieder, an diesem Tage nicht mehr heimgekommen. Das war für mich Freiheit pur. Ich bin am Land aufgewachsen und es hat kein Internet, kein Instagram gegeben. Die einzige Möglichkeit, mit Freunden in Kontakt zu treten, war wirklich hinzufahren. Und dann war das natürlich klar, man muss alle Freunde besuchen und feiern. Und somit wird mir das immer in Erinnerung bleiben. Klingt total schön, Mario. Was war denn dein erstes Motorrad? Ein Puch Maxi, das traue ich mir fast nicht sagen. Das ist doch voll cool. Wir werden bestimmt auch so ein paar Herzen höher schlagen in unserer Hörerschaft. Aber es ist nicht lange bei dem einen Motorrad geblieben. Schon mit 16 habe ich dann angefangen zu schrauben und bald habe ich 4 gehabt. Und heute weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie viel das ich habe. Okay, also du schraubst beruflich oder wie? Nein, überhaupt nicht. Das ist ein Hobby, was ich liebend gerne mache, ist Sachen reparieren. Ich weiß nicht warum, aber das habe ich immer schon gemacht. Da ist irgendwas kaputt. Ich habe wissen müssen, warum es kaputt ist. Oder ich habe es beim Herausfinden, wie etwas funktioniert, dann kaputt gemacht. Aber ich wollte immer das Detail wissen. Und dann bin ich irgendwann einmal draufgekommen. Also ich habe mich auch viel mit Computer und Elektronik beschäftigt. Aber irgendwann bin ich draufgekommen, ein altes Motorrad, einen Scheunenfund wieder zum Leben zu erwecken. Das ist die wirkliche Erfüllung. Man muss sich vorstellen, man findet
ein 25, 30 Jahre altes Motorrad irgendwo komplett verwahrlost und man steckt etwas Liebe hinein, man versucht zu verstehen, wie das, woran der Fehler liegt, und es ist eine richtige Befriedigung herauszufinden, warum jemand vor 30 Jahren ein Motorrad irgendwo hat liegen lassen. Der Fehler ist relativ schnell gefunden, dann korrigiert man das und dann nach 30 Jahren tritt man runter und man erweckt ein wertloses, lebloses Stück wieder zu leben, führt dem einen neuen Leben zu und fährt dann herum. Also für mich ist das total schön und man steckt ja dann viel Zeit und Liebe hinein, oft ein halbes Jahr oder ein Jahr oder steckt in so ein Motorrad, und dann ist ja unmöglich, wenn man so eine Lebenszeit miteinander verbracht hat und es wiederbelebt hat, dann ist es ja fast unmöglich, sich wieder zu trennen. Und so kommt es, dass man, dass die Garage immer voller wird. Und dann braucht man irgendwas für die Straße, irgendwas fürs Gelände. Na, Moment, aber das ist ja viel zu schade fürs Gelände. Jetzt brauche ich wieder eine fürs Gelände, die aber nicht zu schade ist. Und eine, die etwas höher ist und etwas leichter ist. Und also man wird nie fertig. Und ja, es ist eine Sucht. Ja. Großartig. Ja. Ich glaube, der ein oder andere kann es nachfühlen. Bei uns hält sich das gerade echt noch in Grenzen, aber so wie du das beschreibst, verstehe ich. Matej, wie ist denn bei dir? Wie bist du zum Motorradfahren gekommen? Also meine aller ersten Erinnerungen sind aus Kroatien von meinem Onkel und Vater. Die beiden sind Motorrad gefahren und es gab da im Dorf so einen kleinen Bikerclub. Und ich erinnere mich, sie hatten alle so Chopper-Motorräder, also eher Klassik, Cruisen. Und ich war, glaube ich, 5 oder 6. Und zu der Zeit hat mir Batman extrem gut gefallen. Also ich war Batman-Fan als Kind. Und dann hat mein Onkel das Batman-Symbol in Blech ausgeschnitten und lackiert und aufs Motorrad geschweißt. Und dann war da eben dieses Batman-Motorrad, auf dem ich immer in der Garage gesessen bin. Und mitgefahren natürlich mit dem Onkel und dem Vater hinten drauf. Das war so, denke ich, der Impuls für später. Also in der Vergangenheit, was das dann später ausgelöst hat. Und mein erstes Motorrad mit 16, Puch Maxi. Oh. Und ich erinnere mich sehr, sehr gut dran, weil sie genau ein Jahr älter war als ich. Also 1988er war die Puch Maxi. Und für mich war das nie so Oldtimer oder Youngtimer, weil ich bin ja auch jung, sie ist auch jung. Also war das für mich eine recht coole Maschine. Dann habe ich eigentlich von Ferialjob zu Ferialjob das Geld gespart und den Motorradführerschein vor dem Autoführerschein sogar gemacht. Und die erste Maschine war dann eine Kawasaki EN 500, also auch eine Chopper, diesmal ohne Batman-Symbol. Okay. Aber die hat mich dann auch am längsten begleitet. Danach hatte ich eine Yamaha XJ6 und die hatte ich dann bis 2019 danach verkauft, und seitdem hatte ich keine bis zum 9. März 2022, wo die KTM eben vorbeigebracht wurde. Und jetzt ist es die KTM 690, auf der ich noch nie gefahren bin. Sehr cool. Da kommen wir gleich dann noch dazu. Da habe ich nämlich noch einige Fragen. Warum überhaupt dieses Motorrad? Aber bevor wir einfach auf das Warum dieses Motorrad kommen, erstmal die Frage, wie habt ihr beide euch eigentlich kennengelernt? Mario? Oder? Ja, ja, okay. Es war letztes Jahr, irgendwann im Herbst. Ich hatte es eigentlich satt zu arbeiten und wollte einfach mal aufhören und aus dem Käfig ausbrechen. Ohne irgendeinen Plan, was die Zukunft bringt, habe ich einfach mal gekündigt und es war mir eigentlich egal. Die Firma ist dann auf mich zugekommen, hat gesagt, komm zurück, du warst sehr, sehr lange in der Firma, wir können dich nicht gehen lassen. Wir bieten dir einen neuen Posten in einer neuen Abteilung an. Das war ein kleines Büro, da saßen 2 Personen und eine Person war der Mario. Dann kam ich eben in dieses Büro, wir waren zu dritt und so kam eins zum anderen. Wir haben angefangen, über Motorräder und Reisen zu reden. Vor allem, wieso? Weil der Mario eigentlich nie im Büro war. Und als ich ihn erwischt hatte, habe ich eigentlich gefragt, wo bist du die ganze Zeit?
Und dann kam das halt, seine ganzen Geschichten. Sein Buch habe ich mir dann gekauft, durchgelesen und er war immer weniger im Büro und dann, als er da war, hat er mich angesteckt. Ja, Mario, dann erzähl doch mal, wo warst du eigentlich? Irgendwann war dann der Gedanke geboren, na gut, machen wir was gemeinsam, aber wo war ich? Also ich verbringe jede freie Minute, wenn irgendwie möglich ist, auf dem Motorrad irgendwo. Ich liebe es, weg der Straßen zu fahren. Das bietet sich bei uns hier im Süden der Trans-Euro-Trail an, den ihr sicher alle kennt. Habe dort viel verbracht. Von hier aus ist, also wir sind südlich von Österreich, also im Süden von Österreich und etwas südlicher von Österreich, in Slowenien, Kroatien, hat man gut Zugang zu diesem Trans-Euro-Trail. Das kann man nach der Arbeit, sage ich mal, am Freitag, ist man in 2 Stunden am Einstieg, sage ich mal, und dann kann man tagelang da entlang fahren und ich habe jede freie Minute da genützt, um mir Zeitausgleich zu nehmen oder frei zu nehmen und dort zu fahren. Außerdem habe ich natürlich hab ich viele Strecken aufarbeiten müssen, speziell im letzten Jahr, wo wir uns da kennengelernt haben. Albanien war so viel zu entdecken, Montenegro, Rumänien, Tunesien, Marokko. Und ich habe extrem viel Zeit dort verbracht und berichte dann auch gerne über die Reisen jetzt. Marokko, sage ich jetzt einmal, das ist schon was Besonderes, das kann man schon weitergeben. Und der Matej hat es natürlich gesehen, dass ich immer unterwegs bin und auch gerne darüber berichte. Und irgendwie sind wir dann zu reden gekommen: Naja, Moment, und die nächste Tour machen wir halt dann einfach gemeinsam. Und das Besondere an der Tour ist, ich habe mir da jetzt was ausgedacht, was ich schon. 20 oder 30 Jahren, was mir unter den Nägeln brennt, nämlich zwei Hobbys zu verbinden. Einmal ist es das Motorradfahren und das andere sind die Berge. Wir Österreicher, wir lieben nur die Berge. Ich habe eine Phase in meinem Leben gehabt, wo ich jede freie Minute auf den Bergen war und jetzt hab mich das immer geplagt. Kann man das nicht verbinden? Kann man nicht so die Berge mit dem Motorrad fahren? Und ich meine jetzt nicht irgendeinen Berg, sondern kann man nicht alle 8000er mit Motorrad erreichen? Und naja, was ist denn sonst noch was jeder Motorradfahrer gern machen würde? Ja, könnte man nicht vielleicht sogar die Dakar-Strecke fahren? Und so hat es sich ergeben, ich habe die Route der Dakar jetzt in Saudi-Arabien bekommen und ich kenne die Strecken zu den ganzen 8000ern. Und ja, dann machen wir das. Das ist doch eine schöne Tour. Und das war genau das, wo der Matej Feuer und Flamme war. Und dann plötzlich war das Arbeiten und die Firma nicht mehr so wichtig. Und wir haben unseren Vertrag beendet und konzentrieren uns jetzt auf diese Tour. Genau, also unterm Strich, da haben wir dann beide gekündigt. Okay. Ich muss gerade so lachen bei der Leichtigkeit deines Spruchs so, ja, dann fahren wir halt die Tour. Das klingt so, als ob ich jetzt, wie jetzt letzten Sonntag, ich mit meinem Kumpel das erste Mal auf Tour gewesen bin. Wir waren halt nur einen halben Tag unterwegs für 250 Kilometer. Ja, dann fahren wir halt mal einen halben Tag rum. Und ihr fahrt halt mal quasi halb um die Erde rum. Und dann fahren wir halt dahin. Das finde ich sehr schön. Also finde ich sehr schöne Einstellung. Ja, absolut. Es Das liegt klingt da, so nach das einem. kann man machen, also machen wir es halt. Also durch die Leichtigkeit, wie Mario das Ganze erzählt, habe ich vor 6 Monaten einfach mal ja gesagt, ohne so richtig zu wissen, auf was ich mich einlasse. Und jetzt, eine Woche vor Abfahrt, begreife ich es langsam. Also schlaflose Nächte, Aufregung. Ich renne im Wohnzimmer hin und her, rufe Okay. Mario das erste Mal um 8 in der Früh an, sage ihm, okay, bis morgen. Ruf ihn dann das nächste Mal um 9, 10, 11, 13 Uhr an und so telefonieren wir bis zu 10 Mal am Tag, treffen uns eigentlich fast schon jeden zweiten Tag, weil es echt viel zu erledigen gibt. Und ich begreife so langsam, auf was ich mich da einlasse. Aber Und du das weißt schon, Okay. es ist jetzt zu spät, einen Rückzieher zu machen. Jetzt geht es nicht mehr. Absolut, absolut. Jetzt Du sind die musst jetzt durch. Motorräder da. Ja. Ja, cool. Man muss dazu sagen, ich rede leicht darüber, weil ich
ist mein ganzes Leben Reise. Seit ich mich zurückerinnern kann, von Kindheit an war ich in allen Ländern unterwegs, habe inzwischen die Welt mehrfach bereist, war ein Jahr in Australien, war ein halbes Jahr in Südamerika unterwegs, zwei Jahre in Asien unterwegs, habe jetzt vor 2 Jahren den Transamerika-Trail gemacht, das heißt einmal quer durch die USA, dann war ich in New York, na gut, was macht man dann? Dann bin ich einmal quer durch Kanada gefahren, dann wieder zurück und jetzt habe ich, glaube ich, eben in ganz Europa abgefahren, aber den Trans-Euro-Trail, 35.000 Kilometer habe ich schon geschafft und jetzt ist und wenn man dann einmal alles weiß, wenn man die Szene ein wenig kennt, man weiß dann irgendwann, welche Grenzen offen sind, man weiß, was eine Kanäle-Passage ist, man weiß, wie man das, wann man wo organisieren muss, dann ist das relativ einfach. Das Wichtigste beim Reisen ist, wegzufahren. Das ist das Wichtigste, denn es ist nicht die Vorbereitung. Es ist mir blutet das Herz immer, wenn ich sehe, wie sie Leute jahrelang vorbereiten, oft ein Jahr und dann, und was ist das beste Gepäcksystem, was ist das beste Motorrad und was. Es ist alles ja egal. Ihr kennt die Szene, man kann mit einer R1 um die Welt fahren. Ich bin mit China-Säcken hinten drauf, quer durch Südamerika gefahren. Es ist ganz egal, das Wichtigste ist, einfach nur zu fahren, egal mit welchem Motorrad, ob es jetzt ein Vespa ist oder eine C90 Honda oder egal was, denn das Abenteuer ist da draußen und jeder erlebt ein etwas anderes Abenteuer. Und ich sage außerdem immer, zu viel Vorbereitung ist der Tod des Abenteuers. Man muss schon einen Spielraum offen lassen. Es gibt gewisse Sachen, die muss man halt vorbereiten. Es ist schlauer, ein Visum zu haben und es ist schlauer, keine Passage zu haben. Aber alles andere sollte man vielleicht auf dem Weg machen und nicht zu viel vorbereiten. Das Schlimmste ist, wenn man schon wirklich alles durchgetaktet hat, weil man genau weiß, am Montag bin ich dort, am Dienstag bin ich dort, am Mittwoch bin ich dort und dann kann man den Terminplan nicht halten und dann bringt man den Stress, den man aus dem getakteten Leben, das man im Büro ja hat, wenn man diesen Stress dann in die Reise mitbringt, das sollte man verhindern, man sollte nicht zu viel vorbereiten, denn am Ende ist es ja egal, denn der Weg ist das Ziel. Und auch doch bei dieser Reise ist mir das wieder bewusst worden. Mich fragt gestern ein Freund, was, ihr wollt da zum Everest? Ja, wie hoch ist denn das Base Camp? Und ich sage, keine Ahnung, weil mir ist das vollkommen egal, wie hoch das ist, denn mir geht es nicht jetzt auf welche Höhenmeter ich da erreiche oder was, sondern die wirkliche Reise ist ja der Weg dorthin. Alles am Weg, das ist das, was ich erleben möchte. Das ist am Ende Everest zu erreichen, das ist ein super Ziel, das jeder Österreicher natürlich anstrebt, aber wo das ist und wie das ist, ist ganz egal. Die Reise ist das Ziel. 5.370. Oh, du weißt. Aber vielleicht eine Frage an dich, Matthäus. Jetzt hast du vorhin schon deine Aufregung ein bisschen geschildert, jetzt kurz vorm Start, 1000 Gedanken im Kopf, schlaflose Nächte. Ist dann Marios Gelassenheit für dich etwas Beruhigendes? Oder macht sich wahnsinnig, du musst doch an die Sachen denken, kannst du so entspannt sein. Wie geht's dir damit? Es ist eine Mischung von beiden. Seine Gelassenheit zeigt mir eigentlich, dass ich ein bisschen gelassener werden sollte. So, er improvisiert halt, er kann es, er hat es gemacht und 25 Jahre lang ist es gut gegangen. Aber in manchen Dingen, die mich dann nicht in Ruhe lassen, dann will ich es wirklich wissen. Wie lang werden wir pro Tag fahren? Okay, summiert nach, wie vielen Tagen werde ich dann den Muskelkater nicht mehr los? Oder wann hört mein erster Muskelkater auf eigentlich? Gibst du mir die ersten 2 Wochen ein bisschen Eingewöhnungsphase? Und solche Fragen. Und wo werden wir schlafen? Wo werden wir Wasser haben? Benzin etc. Sind alles Fragen, die für ihn alltäglich sind. Die stellt er sich wahrscheinlich gar nicht mehr. Aber für mich entscheidend. So. Also, das ist eine spannende Kombination mit euch beiden, weil du bist ja der totale Rookie und Mario ist der super Erfahrene. Mario,
Warum nimmst du jemanden mit auf deine Reisen? Du bist ja echt schon viel unterwegs gewesen, auch mit deiner Frau 20.000 Kilometer durch Südamerika gefahren. Warum nimmst du jemanden mit, der überhaupt keine Reiseerfahrung hat? Es ist eine Freude, wenn man mit jemandem die Freude teilen kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Matthias ist super witzig. Wir haben extrem viel Spaß. Und es ist eine Freude, jemandem etwas zu zeigen oder mit jemandem etwas gemeinsam zu machen. Die Begeisterung, er ist sehr begeistert. Begeisterungsfähig und er steckt mich mit seiner Begeisterung an, wo ich vielleicht etwas zu entspannt bin und vielleicht an irgendein Highlight oder was einfach vorbeifahre. Ja, gut, da ist halt dieser Graben und dann, nein, schau, bleib stehen, das ist so super und ja, es ist wirklich super. Und das ist die Begeisterung und die Aufregung, das ist ansteckend und das macht mir Freude. Quasi einen Bildungsauftrag zu erfüllen. Finde ich gut. Nein, nicht wirklich. Das ist, ich finde, eine super Ergänzung. Und mir ist gar nicht bewusst, welche Fragen ja, die Leute haben. Einer, der neu ist, jemand, der jetzt beschließt, so, ich möchte jetzt eine Motorradreise machen, ein Motorradabenteuer machen. Was geht im Kopf vor? Das ist mir vielleicht gar nicht bewusst. Und das, wie viel, ganz triviale Sachen, wie viel Geld braucht man, wie viel Geld nimmt man Cash mit, welche Währung nimmt man mit oder wie zahlt man, welche Karten nimmt man am einfachsten und solche Sachen. Da überlege ich gar nicht, ich habe meine Geldbörse eingesteckt und mit der fahre ich halt. Aber das sind in Wirklichkeit schon Fragen, die man beantworten sollte. Und deswegen, und der Matej kann das so super bewusst machen, wir möchten nämlich am Ende so ein Recap machen, eine Zusammenfassung. Wir möchten nämlich wirklich ein Videotagebuch machen und wirklich auch festhalten, und alle Fragen beantworten, was ein Rookie einfach hat. Nämlich wirklich, wir möchten das auch weitergeben. Wir möchten das nützen, dass man sagen, schau her, das hätte man gar nicht bedacht oder das sollte man bedenken. Man braucht so viel Geld oder man soll das vorbereiten oder jenes vorbereiten, denn es gehen da viele Sachen durch den Kopf. Es fängt an, ja, soll ich mal eine Karte kaufen oder nehme ich OpenStreetMaps oder nehme ich ja Garmin oder wie gibt es dort überhaupt Karten, wo ich hinfahre und so Sachen. Und das kann man ja ganz leicht festhalten und wir möchten ja wirklich jeden Tag eine gewisse Zeit aufwenden, also am Ende vom Tag etwas, die Erkenntnisse, vorher mal die Bedenken und nachher die Erkenntnisse einfach zusammenfassen und einfach jemanden, der so eine Reise machen möchte, weitergeben. Das ist, diese Gelegenheit, die sich da jetzt bei uns bietet, den möchten wir ergreifen. Denn ist wieder eine ähnliche Sache. Es ist einfach eine Freude, wenn man jemandem helfen kann, dass der dann auch wieder eine Freude hat. Und wenn wir schaffen, dass wir Leute ermutigen, dazu ermutigen, einfach aufzubrechen, auch irgendein kleines Abenteuer zu erleben. Und dann ist es ja schon Erfüllung, denn speziell jetzt nach 2 Jahren Katastrophe müssen die Leute wieder raus und das wirkliche Leben für mich zumindest findet draußen statt. Und wenn man die Leute dazu ermutigen kann und man hört dann die Reisegeschichten, die ich auch liebend gern höre, und das ist eine Freude. Super. Ergänzt euch da, glaube ich, auch echt super gut. Wir haben uns ja kennenlernen dürfen vor ein paar Wochen und so von dem her freue ich mich auch schon echt auf die zukünftigen Berichte, weil ich glaube, das wird wirklich witzig und ich bin schon mal gespannt, was da noch so für Feedbacks dann kommen unterwegs. Ich finde das so lustig, weil wir gerade beim letzten Podcast mit Nils Hohmann aus einer anderen Motivation aber genau das gleiche Ergebnis hatten. Ich möchte allen Leuten das erklären, was ich selber gerade verstanden und gelernt habe, in dem Fall ging es ums Schrauben bei euch, ums Reisen. Aber das Weitergeben von einer Faszination, von dem, was einen selber ansteckt, was einem wichtig ist, das finde ich total spannend. Mir Und es ist auch ein ist cooles zum Projekt. Beispiel, mir ist es wichtig, zum Beispiel Leute, die sich denken, ich würde sowas gern mal machen, einfach zu zeigen, was werde ich durchleben, welche Emotionen,
werde ich fühlen, allein schon sozusagen drauf auf meinen Job, auf meine Zukunft. Wenn ich es jetzt nicht mache, mache ich es nie. Irgendwann ist Familie da, Frau, Kinder. Wenn man so eine Chance nicht ergreift, wird man es einfach, denke ich, nie machen. Es gehört jede Menge Mut dazu, denke ich. Und was es noch dazu gehört, das weiß ich nicht. Das werde ich jetzt eben erfahren und das möchte ich mit den Leuten teilen. Was ein Fehler, was kein Fehler, Höhen, Tiefen, Freude, Leid. Ich weiß nicht, was ich alles erleben werde, aber genau das möchte ich eben zeigen. Da freue ich mich tatsächlich persönlich auch sehr drauf, weil ich erkenne mich total in dir wieder. Wir sind ungefähr gleich alt und du hattest mir auch schon mal erzählt, dass du echt viel gearbeitet hast, nie großartig unterwegs warst, mit dem Motorrad nie viel gereist bist und mir geht es da ja auch so. Ich war immer mal so ein paar Tage unterwegs. Das längste waren, glaube ich, irgendwie 9 oder 10 Tage am Stück. Aber das ist keine wirkliche Reise. Mhm. Und jetzt einfach einen Anker zu schmeißen, Job zu kündigen und einfach loszufahren, ich finde das so spannend. Ich bewundere diesen Mut. Ich finde das super und ich freue mich auch schon wirklich auf deine, ja, Berichte, Emotionen, was du so erzählst und wie es dir so gehen wird. Ich würde gerne mal zurückkommen auf die Routenplanung. Ihr habt es vorhin so salopp hingeworfen, wir wollen irgendwie da zu den 3000er fahren, 8000er fahren. Aber ihr habt zwischendurch noch die Dakar-Route eingeschmissen. Fahrt jetzt erst die Dakar-Route und dann rüber in Himalaya oder was ist der Plan? Genau, also der Plan war, am Mittwoch schon in der Fähre von Venedig nach Griechenland zu sitzen. Und die Route ist dann Griechenland, Türkei, Iran. Und dann Iran wollen wir über, entweder mit der Fähre direkt nach Saudi oder das kleine Stückchen Irak schaffen, durch Kuwait, um dann nach Saudi-Arabien zu gehen. Dort dann nach Norden Richtung Jordanien und dann wieder komplett durch ganz Saudi-Arabien in den Süden die Dakar-Route zu fahren Richtung Oman. Der Grund für diese ungewöhnliche Streckenwahl ist, weil wir sehr bald wegfahren, das heißt nächste Woche. Und es liegt in den Bergen Schnee. Also man kann bis auch hier jetzt am Balkan, man kann selbst im April kann man nicht durch die Berge fahren. Und so ist es auch in Anatolien oder Himalaya. Man kann jetzt zwar ja noch durch Iran nach Pakistan fahren, zum Glück sind die Grenzen jetzt offen und man kann zumindest einmal bis Indien fahren. Nur in den Bergen, und das ist das, was uns interessiert, liegt der Schnee bis Mai, Juni. Jetzt wollten wir aber trotzdem die Zeit nützen. Und da bietet sich an, na, wo ist denn im Frühjahr optimal zu fahren, weil noch nicht unerträglich heiß. Ja, das ist die Wüste. Und jetzt möchten wir einfach diese noch erträglichen Temperaturen von 35, 40 Grad in Saudi-Arabien nutzen, um da ein paar Strecken abzufahren, einmal zu erleben, wie ist es denn wirklich, querfeldein da durch die Wüste zu fahren. Und dann, wenn es zu heiß wird, werden wir dann noch Pakistan rüberfahren. Und dann, das Ziel ist dann, in Pakistan die 8000er zu erreichen. Na, man kann es vielleicht nicht ganz anfahren. Auf dem Gipfel kann man nicht. Es ist hochtragen, geht schon. Gut, dass ihr keine Vergasermotorräder habt. Es ist der Nanga Parbat dort, es ist der K2, es ist der Broad Peak dort. Und wir möchten so nahe als möglich hinfahren. Dann einfach muss man die Motorräder zurücklassen und den letzten Rest gehen. Wir wollen einfach die Bergwelt erleben, ein paar gute Fotos mitnehmen und so irgendwie die zwei Hobbys mit den Bergen und Wandern und Motorradfahren ein wenig vereinen. Das ist der Abschnitt. Und dann geht es weiter rüber. Kaschmir, Ladakh, also in Indien und Nepal, wo sie dann die restlichen 8000er anbieten, von Talagiri, Annapurna, Manaslu bis rüber Lhotse und Everest. Und das Ziel ist halt nachher so weit als möglich quer durch den Himalaya fahren. Man hat dann eigentlich den Himalaya fast zur Gänze durchquert, wenn man es jetzt wirklich schafft, vom westlichsten Nanga Parbat bis zum Everest drüber, dann hat man den Himalaya
so einen großen Teil durchquert und das letzte Stück würde man dann gehen. Kleine Anmerkung, für den Himalaya haben wir auch Trackdaten von der Raid der Himalaya, von dem Rennen. Die möchtest du ja auch mit mir fahren. Okay, erzähl mal ein bisschen mehr drüber, das kenne ich nicht. Was ist das für eine Rallye? Es ist die höchstgelegene oder die höchste Rallye der Welt. Die Raid der Himalaya ist in Indien, in Ladakh findet die statt. Und wir kennen den Österreicher, der dieses Rennen gewonnen hat. Und da haben wir halt uns zusammengesetzt, haben die Tracks angeschaut. Und es ist so, ich kenne aus den Recherchen von einem Buch, ich habe mal ein Buch gemacht über den Himalaya, ab in den Himalaya. Und da kenne ich die Gegend grundsätzlich gut. Nur habe ich mich immer, sage ich mal, auf den bekannten Pfaden bewegt und der besondere Reiz ist, abseits der bekannten Pfade zu fahren, dort zu fahren, wo sich nicht nur der Schwerverkehr und die LKWs oder die Armee bewegt, sondern wo die Einheimischen unterwegs sind. Es gibt wunderbare versteckte Täler, wo man die Einheimischen sieht, wie sie wirklich mit den Tieren leben, über den Sommer in den Bergen, in den versteckten Tälern. Und die Raid der Himalaya-Strecke, die führt teilweise abseits der touristischen Pfade. Und das ist eine Gelegenheit, den Himalaya einfach noch intensiver zu erleben. Das ist mir wichtig. Und das ist auch ein Grund, warum wir genau diese Motorräder wählen. Das war initial eine kurze Frage, auf die wir später nur vermutlich eingehen werden. Aber wir möchten so viel als möglich abseits der bekannten Pfade fahren und das wirklich pur erleben. Es gibt aber noch ein kleines Hindernis. Es liegt aber noch zeitlich ein bisschen in der Ferne. Und das ist die Grenze zwischen Pakistan und Indien, die geschlossen ist. Okay. Aufgrund von Covid, sagen die, ist im Moment ist es nicht möglich, Pakistan und Indien da diese Grenze zu queren. Mhm. Wir fahren trotzdem weg. Wir haben einen Plan B. Es gibt die Möglichkeit, dass man auch auf der anderen Seite der Grenze wieder mit einem anderen Motorrad weiterfährt. Man muss halt drüber fliegen, aber wir möchten nicht wegen irgendeiner Covid-geschlossenen Grenze eine Reise absagen. Wir haben genug abgesagt, wir fahren jetzt das, egal was ist, und werden halt entsprechend dann unsere Route anpassen. Und vielleicht ist es ja dann in ein paar Monaten schon offen, kann man ja auch nicht wissen. Also drückt euch auf jeden Fall die Daumen. Sind gedrückt. Hoffnung ist da. Zur Not habt ihr geländegängige Motorräder dabei, da findet sich ein Weg irgendwo. Ich habe gerade den Nanga Parbat bei Google eingegeben und die Beschreibung ist hoher Berg mit schneebedeckten Gipfeln. Ja, das trifft wahrscheinlich ganz gut. Genau, falls du, die genaue Straße ist Road to Fairy Meadows. Sie zählt unter den gefährlichsten Straßen der Welt. Wenn man die in YouTube anschaut, weiß man wieso. Okay. Also Fairy wie das Märchen. Ja. Genau, Fairy wie das Märchen mit A, genau. Mhm. Und die ist halt sehr hoch, ich weiß gar nicht auf wie viel, 4500. Und das hat ein Bergvolk eben aus Fairy Meadows vor hunderten Jahren gebaut und es ist so geblieben, wie es gebaut worden ist. Also daran wird nicht gearbeitet, sondern die ist so, wie sie ist. Also in Deutschland könnte man diese Straße als Klettersteig beschreiben, in der Schweiz genau. Ist es wahrscheinlich ein hochalpiner Wanderweg und da ist es eine normale Straße. So ist das. Wahnsinn. Da bin ich echt total gespannt. Wann habt ihr denn ungefähr vor, im Himalaya dann anzukommen? So, habt ihr euch einen zeitlichen Horizont gesetzt? Weil irgendwann wird wahrscheinlich der Schnee etwas weniger, etwas mehr sein. Wir mussten einen zeitlichen Horizont setzen wegen der Visa. Die haben wir jetzt sehr, sehr zeitnah beantragt. Der Grund ist, die Reise wird dauern 4, 5 Monate.
5 Monate. Und die Visum sind normalerweise nur, du musst die innerhalb von 3 Monaten in Anspruch nehmen. Das heißt, es ist sehr knapp. Jetzt haben wir versucht, so spät als möglich die ganzen Visum zu beantragen. Eines ist noch ausständig, Iran. Die haben uns versprochen, dass wir es Mittwoch erhalten und dann geht es gleich los. Aber das heißt, da haben wir mal eine zeitliche Begrenzung, aber vom Timing her, wir möchten im Mai, Juni in Pakistan sein und im Juli dann in Nepal. Okay. Wir haben dann jeweils einen Monat Zeit, diese Berge zu erreichen. Mhm. Genau, zu den Visas würde ich gern was dazu sagen. Und zwar, jedes Land hat das jetzt E-Visa. Man geht auf die Internetseite, loggt sich ein, füllt das Formular aus und zack, es funktioniert, möchte man meinen. Ich möchte kurz die Länder aufzählen, wo es super funktioniert. Also Kuwait ist auf Platz 1. Circa 2 Minuten, nachdem man das Visum bezahlt hat, per Kreditkarte kriegt man das PDF und hat es. Also so schnell funktioniert in Österreich nicht mal eine Geldüberweisung. Dann zweites war Saudi-Arabien. Das waren, glaube ich, 8 Minuten nach Zahlung war das Visum da. Pakistan ging relativ einfach, wenn man alle Dokumente vollständig hatte. Also auch super. Das war am nächsten Tag verfügbar. Genau, am nächsten Tag war das da. Iran hat man auch online ausgefüllt und da stand, wir melden uns nach 10 Tagen. Dann sind mal 10 Tage vergangen. Das war jetzt, ich habe zufälligerweise auch heute wieder den Antrag angeschaut, am 25. haben wir begonnen, das Visum zu organisieren und jetzt ist das 17. Ja. Okay. Das sind nicht 10 Tage. Na gut. Nach 10 Tagen haben wir dann versucht anzurufen. Es ging keiner ran. Dann sind wir halt 210 Kilometer nach Wien gefahren, dort persönlich vor Ort gewesen. Und man kennt das ja, wenn man Online-Formulare ausfüllt. Wenn etwas falsch ist, blinkt es rot und man muss neu ausfüllen. So, bei dem Formular war es so, man musste, glaube ich, Namen, Geburtsdatum, Passnummer ausfüllen und abschicken. Wir kommen dann zur Botschaft, eben nach vergangenen, glaube ich, 10, 12 Tagen. Und die sagen, ach ja, euch fehlt ja noch dieses Dokument, dieses Dokument, dieses Dokument und dieses Dokument. Na super. Was einfach nicht am Formular drauf ist. Da musst du dich vorher erkundigen. Dann haben wir die Dokumente besorgt. Und das Interessante ist, je nachdem, wen du fragst, kommen andere Dokumente. Unser erster Kontakt hat uns gesagt, ja, ohne Zusatzversicherung könnt ihr nicht einreisen. Okay, wir besorgen eine Zusatzversicherung von hin. Ja, da ist die Zusatzversicherung. Nein. Ihr braucht einen lokalen Kontakt. Okay, ich organisiere einen lokalen Kontakt. Vorhin, ihr habt keine Hotelbuchung? Ja. Wir haben ein Zelt, verdammt. Oh, jetzt haben wir alles. Wir haben alles mit okay. Hotel und Kontakt. Alles, was man sich nur wünschen kann, zur Christkind-Wunschliste und alles haben wir geliefert. Und das haben wir jetzt gestern, glaube ich, waren wir auf der Botschaft, ja. Und sie haben uns versprochen, sie schicken uns jetzt die den Visum Pass zurück, genau, mit Visum nächsten Dienstag. Wunderbar. So viel dann zum Thema E-Visum. Ja, manche Sachen. Aber wenn man bedenkt, nur 1 von 5, der Rest war super. Das ist doch super. Also aber vielleicht. Rookie 5-Sterne-Bewertung für die Erfahrung meinerseits. Vielleicht kann man auch sehr, sehr die afghanische Botschaft mit 5 Sternen bewerten für das E-Visum oder so. Alex, du wolltest noch was sagen? Nein, auch das ist eine sehr wichtige Erfahrung, die man teilen kann, wo man fürs Visa ein bisschen mehr Zeit einbraucht und wo man die 10 Folgefragen vielleicht schon antizipiert. Habt ihr das? Habt ihr das? Habt ihr das? Ja, das haben wir nicht dran gedacht. Das müsst ihr aber dran denken. Hat mir keiner gesagt. Egal. Musst du jetzt trotzdem machen. Also das ist so ein bisschen Sachen, die mich zum Wahnsinn treiben. Da bin ich aber ein Prozessspießer und das ist, glaube ich, ganz gut. Weil hey, habe ich vorbereitet. Hier was und da und hier laminiert und im Umschlag und da. Wobei ich sagen muss, normalerweise, wenn jemand sagt, er muss halt eine Hoteladresse angeben, wenn ich sehr entspannt mache, meinen Browser aufnehme, Hoteladresse, da ist eine Hoteladresse. Nur, die haben dann in der Botschaft gesagt, nein, wir brauchen eine Buchung. Und dann bin ich draufgekommen,
das ist Iran, da gibt es kein Booking.com oder sonst was. Okay. Also das ist nicht so, wie wenn wir hier jetzt, sag ich mal, in Slowenien, da mache ich auf, mache Booking.com, buche ein Hotel, fertig. 3 Minuten später habe ich Buchungsbestätigung. Das funktioniert alles im Iran nicht. Also das ist wirklich doch mehr Aufwand, als man denkt. Ja. Dann schauen wir da einfach mal rein, wie es euch persönlich vor Ort geht. Aber ich würde gerne überleiten zu einem Thema oder zu Dingen, die ihr schon habt. Und zwar noch nicht in eurem Besitz, noch nicht in Empfang genommen, aber ihr habt sie zumindest schon von ihren Schutzfolien befreit, so wie ich es bei euch auf Instagram gesehen habe. Sehr schön. Und angrabbeln dürfen. Ja, einmal Probe sitzen, einmal anlecken und auf jeden Fall auch richtig. Schon schön umbauen. Und zwar geht es um eure 690er Enduros. Erzählt doch mal ein bisschen, warum diese Motorräder und wie kam es dazu, dass ihr die selber auspacken durftet? Also, da muss man vorab sagen, ich liebe Yamaha. Aber wir haben dann geschaut, das Gewicht-Leistungsverhältnis und da sind einfach genau diese 690er so herausragend, weil die sind einfach die leichtesten Motorräder. Ich rede jetzt von rund 160 Kilo und mit guter Leistung, ich glaube 74 oder 75 PS, sowas. Und das Wichtigste für uns ist, wenn man jetzt Offroad fährt, ein leichtes Motorrad. Es gibt keine wichtigere Eigenschaft. Und das ist, es macht mehr Spaß, mit einer C90 durch den Sand zu fahren, als wie mit einer 400-Kilo-Maschine. Für mich zumindest. Ich habe es probiert. Ich war todunglücklich, mit einem großen Zweizylinder schweren Maschine zum Beispiel durch die Wüste zu fahren. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, meine erste Fahrt. Ich habe gedacht, ich habe das größte Adventure-Bike der ganzen Welt. Wahnsinn! Und jetzt mit der brachialen Leistung donnere ich durch die Wüste. Blödsinn. Das ist genau 2 Meter gegangen und dann bin ich da gelegen wie ein Käfer und war fertig. Bin umgekehrt. Du musst den ganzen Club wieder aufheben. Ja, genau. Bin heim, habe ein Einzylinder-Motorrad, damals ein Yamaha mir besorgt und bin mit der Yamaha glücklich gewesen. Habe alles verkauft, was mehr als einen Zylinder hat. Ich fahre jetzt nur noch einen Zylinder, weil ich fahre lieber mit einem C90 Honda, also wie mit einer schweren Maschine. Du wirst auch sehen, darum oft bringen wir so YouTube-Videos zum Schmunzeln, wenn man sieht, wie die Abenteurer die Mongolei durchqueren und eine harte Zeit haben mit deren schweren Maschinen und dann siehst du im Hintergrund, wie einer Einheimischer mit seinem China-Moped mit einem Schaf hinten drauf vorbeifährt und winkt und der mit der schweren Maschine ums Leben kämpft. Meine Lieblingsszene aus Long Way Round, wo dann Claudio von Planta dessen Motorrad, glaube ich, der Rahmen war gebrochen und er hatte sich die haben sich für irgendwie schmales Geld so ein lokales China-Moped da gekauft und Hugh McGregor und Charlie Bowman kämpfen sich durch die Schlamm, heben ihre GS 10-mal auf und er tuckert mit dem kleinen Ding ab nebenbei, so hallo. Aber genau das, was du beschreibst. Aber diese großen Reisedampfer sind nicht immer das beste Moped, weil das Gewicht einfach nicht immer hilfreich ist. Sind super zu fahren, aber leider, wenn es schwierig ist, ich habe das auch in Patagonien gesehen, da haben wir ganz leichte Motorräder gehabt. Ich rede jetzt von 100, 120 Kilo. Das waren China-Mopeds, oder? Ja, ganz genau. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Das ist fast peinlich. Das waren die billigsten China-Mopeds, die das Land der Mitte jemals hervorgebracht hat. Damals haben wir sie gedacht, wir sind so schlau und sparen uns das Schiffen der Motorräder. Das kostet ja, weiß nicht, 1600, 2000 Euro. Wir kaufen lokal und haben um 800 Euro China-Mopeds gekauft und die haben nachher die Reise vorgegeben. Nicht wir, das waren die China-Mopeds, aber bei schwierigen Situationen hat man die einfach genommen und wo drüber gehoben. Oder einfach mal gefahren, auch bei starkem Wind in Patagonien. Und wir haben es halt erlebt, dass die andere, die mit schweren Gässen unterwegs waren, die haben die Maschine nicht auf der Straße halten können, weil der Seitenwind so stark ist, dass die Reibung nicht aushält, also auf Schotter nicht ausreicht. Und die haben, obwohl sie gegengesteuert haben, hat der Wind die in den Straßengraben geweht. Ja, und dann liegt der da unten. Ja, und was macht er? Ja, jeden Tag 3-mal abräumen,
alles zu zweit wieder auf die Straße hieven, wieder aufräumen, weiterfahren. Und da sind wir halt vorbeigefahren. Mhm. Und da lernt man schon, dass bei langen Reisen sicher ein großes Motorrad komfortabel ist, wenn man viel auf der Straße unterwegs ist. Nur wenn man vorhat, wirklich im Querfeld einzufahren, da ist vielleicht ein leichteres Motorrad besser. Aber eine Frage dazu, weil, sorry, Matthias, du erst. Und ganz am Anfang war ja der Plan, wir kaufen uns gebrauchte Motorräder und das wird schon. Ich habe ja Marios Buch über Südamerika gelesen, wo es ja hauptsächlich nur um Pannen geht. Und das war schon ein bisschen die Anforderung von mir, so bitte nicht nur reparieren, dass wir ein bisschen reisen. Und die KTM ist ja auch sehr wartungsam. Somit fiel die Entscheidung dann letzten Endes leicht, dass man sich da was Gutes holt. Ich war Der Vorteil einer GS zu den KTMs, sie haben mehr Zuladung. Habt ihr euch jetzt mit den KTMs bewusst beschränken müssen auf das, was ihr mitnehmt? Wie seid ihr denn da irgendwie in Richtung Gepäck? Wie viel kann ich mitnehmen? Welches Gepäcksystem habe ich? Wie viel Zuladung kann ich überhaupt mitnehmen? Wie habt ihr euch darauf vorbereitet? Also Mario gar nicht und Matthäi hat alles ausgerechnet. Also wir haben noch nicht die Möglichkeit gehabt, das auszuprobieren. Die Motorräder kamen am 9., haben wir sie in Empfang genommen und gleich weitergeschickt. Und das Gepäcksystem ist noch verpackt im Keller. Ich muss schmunzeln. Egal, was da jetzt in einem Papier drinnen steht, ich würde mir nicht abhalten lassen von einer Reise, nur weil da steht, du darfst nur, weiß nicht, 17 Kilo zupacken. Jetzt interessiert euch niemanden in weiß nicht, Djibouti, ob ich da jetzt 17 oder 18 Kilo in meinem Fahrzeugbrief drinnen stehen habe. Oder ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich da nachschaue, wie viel kann ich denn da zuladen. Sehr guter Ansatz. Anderes Thema, was auch im Fahrzeugschein steht, Tankvolumen. Habt ihr in die Richtung irgendwas gemacht oder was habt ihr denn sonst noch so umgebaut an den Kisten? Und das ist der Grund, warum wir sie noch nicht hier haben. Es ist so, wir haben sie natürlich schon erhalten und es gibt eine Firma, die größere Tanks dafür hat. Und zwar passen originale KTM-Tanks drauf. Es gibt da ein Motorrad, das ist, die nennt sie Rallye-Replika, die hat größere Tanks, die hat zwei Tanks nämlich, noch zweimal 9 Liter zusätzlich. Die kann man da verbauen und ist eine Firma, die hat angeboten, dass sie uns diese Tanks, die müssen wir zwar zahlen natürlich, aber sie montieren es uns kostenlos. Und das haben wir in Anspruch genommen mit der einen Bedingung, wir müssen sie in die Werkstatt bringen zu den Kollegen, dann montieren sie uns die Tanks. Das heißt, wir haben jetzt die Motorräder sofort genommen, haben die dort in die Garage gebracht und die machen jetzt diese Zusatztanks drauf. Wir müssten die Motorräder am Montag bekommen und dann haben wir zusätzliche 18 Liter. Also zusätzlich. Die Maschine pro hat, glaube Fahrzeug. Ich, pro Fahrzeug. Das heißt, die Maschine hat normalerweise, glaube ich, 12,5 Liter. Zusätzlich nochmal 18 dazu. Das ergibt dann eine Reichweite von rund 700 Kilometer. Das sollte reichen. Super, dann ist auch die Tankstellenproblematik nicht ganz so schlimm vielleicht. Genau, und die Kollegen, die das Bike jetzt haben, montieren ja nicht nur die Tanks, sondern auch einen Navigationsturm und sehr, sehr viele Bauteile tauschen es durch Carbon aus. Sie haben zwar versprochen, es wird ca. 10 Kilo leichter für den Anfang, aber wir glauben es, sie bleibt gleich oder wird schwerer. Dass sie 10 Kilo nochmal leichter wird als original, das ist so optimistisch gedacht, aber uns würde es natürlich freuen. Dann kann ich 10 Kilo Süßigkeiten extra mitnehmen. 10 Kilo Kekse und Mohnkuchen. Aber jetzt sitzen die Kollegen ja in Polen und ihr sitzt in Graz. Müsst ihr dann noch an Polen fliegen und die runterfahren oder wie macht ihr das dann? Wir werden uns in der Mitte treffen. Sie bringen sie uns entgegen, wir nehmen sie dann entgegen und übernehmen sie. Das heißt, wir teilen uns den... Eine diskrete Übergabe irgendwann im stillen, unbeleuchteten Parkplatz. Genau, das erste Mal waren es 2 Tage und 2040 Kilometer mit dem Auto hingebracht und am nächsten Tag zurück. Okay, also schon mal Eingewöhnung für die Reise. Sitzfleisch braucht man da auf jeden Fall auch. Wir werden sie am Montag erhalten, Mittwoch werden wir dann das Visum erhalten und dann geht's los.
Das heißt, wir haben dann 2, 3 Tage für erste Probefahrt. Das ist überhaupt eine interessante Situation, denn wir wollten ja eigentlich wie kommen wir zu den Maschinen? Wir wollten ja eigentlich nur schauen. Ich bin gerade zurückgekommen von Marokko und mit einer Yamaha war in Marokko und habe einen Lichtmaschinenschaden gehabt und war sehr traurig, weil das war nicht das erste Mal, dass ich Probleme gehabt habe im Ausland und bin wieder mal zurückgekommen, sehr frustriert, konnte meine Tour nicht so fertig machen, wie ich wollte und die ganze Reise hat sich nur um Reparaturen gedreht und da bin ich zurückgekommen und habe gesagt, ja, ich fahre jetzt keine Meter mehr mit diesen alten Kraxen. Ich habe initial erklärt, ich liebe die herzurichten. Ja, aber mit 30, 40 Jahren Motorrädern und das brachiale Tour ist vielleicht doch nicht das Richtige. Und da haben wir gesagt, was soll's? Bei uns ist ein Händler nur zum Probesitzen. Was soll's? Nach der Arbeit fahren wir schnell hin, weil da probieren wir aus. Mate, du schaust, ob du mit den Beinen hinkommst. Ich schaue, ob es mein Gewicht passt. Ba, 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 ba. Ja, aber was wir nicht gewusst haben, ist, dass der beste Verkäufer der Welt ist. 30 Minuten später haben wir die Wir haben schon bestellt, bestellt dann. ohne dass wir es gesehen haben. Er hat einfach so hochlobend von den Motorrädern geredet. Natürlich, ich weiß ja, die Motorräder kennt man ja. Ich bin ja schon 96er gefahren. Ist ja nichts Magic. Aber der hat uns so überzeugt und sie ist wirklich schwer verfügbar, weil halt im Moment der recht ein Run auf so Art von leichte Motorräder ist. Aber das gilt für alle Motorräder. Ich glaube, die T700 ist genauso schwer zu kriegen als wie eben so 96er. Und der hat uns so glaubhaft überzeugt, dass wir, wenn wir es nicht jetzt und sofort kaufen, dann werden wir nicht jetzt im Frühjahr aufbrechen können. Und jetzt haben wir es bestellt ohne Probefahrt, ohne jemals eine zu sehen. Denn beim Händler sind keine, die sind alle vergriffen. Und jetzt haben wir gerade das Video halt gemacht, wo wir das erste Mal drauf gesessen sind, aber keine Zeit gehabt haben für Probefahrt. Man sagt ja, man soll ja nicht aus Emotion aus etwas kaufen, sondern eine Nacht drüber schlafen. Aber im Nachhinein war es absolut die richtige Entscheidung, weil die Timeline ist knapp. Also Ja, gut, dass wir es damals sehr früh entschieden haben und sofort entschieden ob es haben, oder? wirklich richtig ist, kannst du noch gar nicht sagen. Das Das musst du wirklich nicht weißt du verstehen. erst, wenn du vorn bist. Das werden Aber wir dann ich sehen. glaube, ich glaube, dass das Restrisiko ist dann schon ein bisschen geringer. Ich muss halt mal an die diversen Geschichten denken von Leuten, die genau mit dieser Maschine schon unterwegs waren, sei es irgendwie in den französischen Seealpen auf irgendwelchen alten Schotterpässen oder durch Griechenland auf dem Tet oder sonst was. Also es war bewusst auch irgendwie das Motorrad, was einen überall durchgebracht hat, also einem guten Kompromiss zwischen Gewicht, Geländegängigkeit, Transportfähigkeit, Leistung und Reichweite. Insofern, ich bin ganz zuversichtlich, dass ihr das richtige Gefährt habt. Ja, vor allem als Österreicher mit österreichischen Motorrädern auf der Dakar-Route, was kann da noch schiefgehen? Ich hoffe nichts. Aber Ich ich freue hoffe mich, nicht. denn unter den Motorradfahrern gilt ja das als Königsdisziplin, durch den Sand zu fahren. Vor allem Dünen fahren. Man weiß ja nicht, wie hoch ist die wirklich, wenn man die von vorne sieht. Hinten kann das dann weit runtergehen. Habt ihr Hast du euch schon schon? Tipps von Matthias Wagner geholt? Wir durften mit Vasilis Botros reden, ein Grieche, der sie jetzt, also der dritte Grieche, der als einer der drei die Ziellinie gesehen hat. Mit dem durften wir ein Cool. 2-Stunden-Interview führen, genau. Cool. Hat der nützliche Tipps dabei gehabt, die du noch nicht kanntest, Mario? Zu mir hat er gesagt, also ich soll mich schon mal darauf einstellen, übers Lenkrad zu fliegen. Nicht nur Okay. einmal. Oh Mann, und das mit dem Turm vorne dran. Ich muss schmunzeln, weil ja, natürlich hörst du immer, ja, du musst schnell fahren. Ja, natürlich hört man das, nur die Wahrheit ist, du kannst als Beginner nicht schnell fahren. Das Einzige, was sich dann ändert, ist, du tust dann nur viel mehr weh. Du musst vorher natürlich gibt es ein paar Techniktipps, die man verinnerlichen muss, aber da muss man üben, üben, üben. Da muss man ja eine Woche fahren und dann vor allem fühlt man sich immer wohler, immer wohler. Und der einzige große Tipp, also wie der Vasilis das gehört hat, dass der Matej noch nicht da
am Sand gefahren ist, hat er kurz einmal, ist er kurz verstummt und hat gesagt, du wirst sicher über den Lenker absteigen. Und jetzt werden wir das halt langsam angehen. Ich glaube, wir haben genug Zeit, wir werden einfach das langsam angehen und nach einigen Tagen wird es immer besser. Also Matej, du hast jetzt auch nicht übermäßig. Ich habe da einen kleinen Tipp für dich, Matej. Selber ausprobiert, wenn du über den Lenker absteigen sollst, lass ihn rechtzeitig los, sonst verdrehst du nur das Daumengelenk. Ja. Loslassen. Für dich getestet. Ja. Ich denke mir aber, wo soll man Dakar fahren, besser üben als in der Dakar-Wüste? Ja. Das wird schon gut, denke ich. Also hast du auch keine eine steile Lernkurve. Ja. Ich wollte nur sagen, du hast auch keinen übermäßigen Vorbereitungstrainings oder Offroad-Trainings oder sowas gemacht, oder? Ich bin einmal auf einer Husqvarna gesessen in Ungarn. Aber das habe ich in München, glaube ich, gesagt. Das war auch der einzige Tag. Ein super. Tag Motocross-Strecke, das war's. Perfekt vorbereitet, das ist auch super. Das motiviert ja auch für Leute, die jetzt noch keine, wie gesagt, 3000 genau, also, Trainings hinter sich haben. Man muss dazu sagen, so eine Weltreise oder eine längere Reise, da muss man nicht ein hervorragender Motorradfahrer sein. Man muss halt fahren können, denn in 99% der Fällen ist man auf einer schönen Straße unterwegs. Und man kann ja während der Reise selbst wählen, wo man fährt. Also die Schwierigkeit kann man selbst wählen. Ich habe halt eine Vorliebe für Offroad. Dann werden wir halt eher die Seitenstraßen nehmen. Und wer das nicht möchte, der kann die ganze Welt auf asphaltierten Straßen bereisen. Also es ist ja nicht notwendig, dass man sich in irgendein spezielles Terrain begibt. Aber es gibt ja prominente Beispiele wie Lea Rieck zum Beispiel, die auch ohne eine große Vorbereitung ihre Weltreise gestartet hat und trotzdem heile wieder eingekommen ist und mehrfach wieder aufgebrochen ist. Insofern ist es nicht unbedingt eine Eingangsvoraussetzung. Genau, das Wichtigste ist einfach loszufahren. Apropos losfahren, es dauert ja jetzt noch ein paar Tage. Wie sehen denn ab heute wie sieht die nächste Woche aus? Ist jetzt noch ungefähr eine Woche, bis ihr los könnt? Was steht denn noch alles an? Was ist noch zu tun? Also Montag sollten die Motorräder nach Frankfurt kommen. Da treffen wir uns. Genau, wir fahren Sonntagnacht mit dem Flixbus und unseren Helm und den Jacken nach Frankfurt. Dort sind die Motorräder. Wir haben dort einen Drehtag. Videodrehtag, wo unser Gepäcksystem montiert wird. Und dann, da der Zeitplan so eng ist, fahren wir von Frankfurt nach Graz mit dem Motorrad zurück, damit wir unsere ersten 1000 Servicekilometer schaffen. Wir kommen zurück und haben dann schon den Servicetermin. Das ist mit Absicht so gewählt mit Frankfurt und das ist genau die Strecke, die wir brauchen für Service. Ja. Und dann geht es schon wieder in die Werkstatt. Dann ist das erste Service schon fällig, das noch bei KTM gemacht wird. Das nächste werden wir dann auf der Strecke irgendwo machen. Mhm. Genau, Dienstag sollte die letzte Visa ankommen aus Dienstag, Iran. Mittwoch, ja. Genau. Dann müssen wir selber noch die Taschen auf das Gepäcksystem packen und das Packen selber. Und ich habe hier schon ein paar Kisten im Zimmer, aber ich glaube nicht, dass das da alles drauf passt. Oh, da wünsche ich mir aber auch so ein Vorher-Nachher-Video. Was soll alles rein und was ist im Endeffekt und was, drin? Was bitte auf Insta posten, danke. Definitiv, ja, definitiv. Guter Punkt. Ja, ich habe auch schon im Keller einen Karton mit, das darf ich nicht vergessen, das darf ich nicht vergessen. Und wir haben halt dann einfach, wenn wir die zurück haben, die Motorräder, am Mittwoch, haben wir Donnerstag, Freitag Zeit, dass wir die Motorräder packen und fahren. Mhm. Das ist es eigentlich. Ein paar kleine Umbauten. Wir brauchen USB-Lader, wir brauchen irgendeinen Schutz, einen Handschutz. Wir wollen einen Anschluss für eine Heizweste haben, denn im Himalaya kann es kalt sein. Wir werden das erste Mal so etwas Modernes haben wie Heizweste. Ich habe nämlich in den Bergen schon sehr viel gefroren und habe mir geschworen, ich fahre nicht mehr weg ohne warmem Gewand und so Heizgriffe möchte ich haben und so Sachen. So ein paar Luxus-Items, die nice to have sind. Da haben wir noch 2 Tage Zeit, die anzubringen.
und USB-Ladekabel. Und alles muss doppelt und redundant sein und die Karten laden und so Sachen. Und eine kleine Tieferlegung auf mein Motorrad. Ich bin 1,68 und komme nicht so ganz runter. Das heißt, wir werden da ein paar Zentimeter gewinnen, damit ich mich auch sicherer fühle, weil noch ist es so ein mulmiges Gefühl, wenn ich da nur auf Zehenspitzen unten irgendwie ankomme. Ja, kann ich verstehen. Und sonst eigentlich nichts, denn die Fähre fährt am Samstag von Venedig. Das heißt, Freitag werden wir losfahren, wenn alles gut geht. Okay. Matthäus, was geht in deinem Kopf vor? Bist du gestresst? Bist du nervös? Bist du aufgeregt? Du hast es ja vorhin schon so ein Eig bisschen angedeutet, aber. eigentlich baut sich, glaube ich, auch ein bisschen der Stress, aber ich denke, der wird dann gelöst mit dem Losfahren. Weil dieses ganze Planen, wir sitzen ja jetzt fast so viel vor dem PC wie im Büro früher. Ich will das einfach nicht mehr. Einfach mal losfahren und dann diese Zeit, diese Auszeit. Auf das freue ich mich. Die Anspannung steigt natürlich, weil ich halt ein paar Zweifel habe, werde ich mit Mario mithalten können. Ein paar Tage reisen, okay, habe ich auch gemacht, aber 5 Monate, jeden Tag auf dem Motorrad. So, das sind so die größten Zweifel, werde ich mithalten können. Aber so ans Aufgeben oder an Rückzieher denke ich absolut nicht. Sondern eher so, das wird ein Abenteuer, das ich sonst, wenn ich es jetzt nicht mache, nie mehr mache. Habt ihr irgendwie Angst, dass ihr euch verkracht? Oder gibt es irgendwas, wovor ihr irgendwie Bedenken habt, so in eurer, als ihr als Team? Er ist Frühaufsteher. Und Mario ist dauernd hungrig. Also, das sind so die einzigen Dinge, aber ich weiß es nicht. Vielleicht, weil ich höre mit den Rauchen auf in Okay. der Reise. Also ich nehme keine Zigarettenpackung mit und das macht ein Mario Sorgen. Ja, wenn Grumpy bist jeden Tag. Wir müssen da uns natürlich arrangieren. Jeder hat Eigenheiten. Der Matthäus steht gerne früher auf. Ich schlafe gerne etwas länger. Genieße vielleicht etwas mehr beim Essen und Trinken und der Matthäre auch lieber mehr. Also da müssen wir sie etwas arrangieren. Aber das sind ja Kleinigkeiten und das geht ja gar nicht. Wir werden versuchen, einfach das Ganze so langsam und stressfrei als möglich anzugehen. Dann wird es schon. Cool. Aber ich bin wirklich gespannt. Ich bin total gespannt auf eure Reiseberichte. Das wird super. Wie stellt ihr euch den Tag vor, an dem ihr am Mount Everest ankommt? Weil Mario, du hast ja vorhin schon beschrieben, der Weg ist das Ziel, die Reise, die vielen Etappen dazwischen. Aber der Mount Everest ist ja doch irgendwo euer finales Ziel. Wie stellt ihr euch diesen Tag vor und wie geht's dann weiter? Es ist überhaupt der letzte Abschnitt. Es ist eine relativ lange Wanderstrecke zum Basecamp. Zum Glück habe ich Ähnliches schon gemacht. Ich habe ähnliche Touren auch in Nepal schon gemacht und habe Erfahrung. Das heißt, du brauchst ein Permit und du bist wochenlang unterwegs und eigentlich freue ich mich schon drauf, aber wieder nicht unbedingt auf den letzten Tag, sondern auf den Weg dorthin. Denn für mich ist das so faszinierend. Du bist zum Horizont, siehst du endlos die Berge und dann kannst du dir gar nicht vorstellen, da ganz, ganz am Horizont, ganz am Ende ist ein kleines Tal. Dort wirst du zu Fuß hingehen. Und wirklich am Abend, wenn die Sonne untergeht, du hast das geschafft und blickst zurück hinter dir, die Berge, die du hinter dir gelassen hast. Und am nächsten Tag geht es weiter. Bis zum Horizont, immer, immer weiter. Und einer der Tage ist dann halt der letzte, der wird uns dann da raufführen. Aber ich weiß auch, dass das nicht so entlegen ist, als wie man es sich vielleicht vorstellt. Denn es sind ja Touristen dort auch unterwegs, die Geld bringen. Das heißt, es sind genug, die Infrastruktur, sage ich jetzt einmal, ist vorhanden. Man kriegt Essen, man kriegt Trinken, man ist versorgt, sage ich jetzt einmal. Es gibt wesentlich schwerere Touren dort als diesen, sage ich mal, sehr, sehr touristischen Pfad. Es war, denke ich,
schwieriger, Machu Picchu zu erreichen. Ich bin einmal mit dem Motorrad nach, habe ich mir gedacht, ich muss nach Machu Picchu fahren. Bin so weit gefahren, wie es nur irgendwie geht, und habe dann das Motorrad zurückgelassen und bin die letzten Kilometer zu Fuß nach Machu Picchu gegangen. Und das war eigentlich schwieriger, weil das macht niemand. Du weißt weder, welchen Weg du wählen musst, weil es gibt keine Karte, es gibt keinen Weg, es gibt keinen Parkplatz, es gibt keine Unterkunft, wo du dein Motorrad unterbringen kannst. Du weißt auch nicht, wo du hinkommst, wo du übernachten kannst. Also das war wesentlich exotischer, sage ich jetzt mal, während in Nepal generell, das lebt ja vom Wandertourismus. Du wirst in entsprechenden Abständen immer wieder eine Hütte haben, wo du übernachten kannst. Es ist zwar ganz basic, du legst nur auf einer Holzpritsche und darum baust du auch selbst gute, warme Schlafsäcke, weil es in der Nacht einfach auf 4.000, 5.000 Meter Minusgrade hat. Du stirbst, wenn du nicht wirklich, aber du frierst, sagen wir ja. So, wenn du nicht wirklich gute Ausrüstung von zu Hause mitbringst, Daunenschlafsäcke und so Sachen. Nichtsdestotrotz, man kriegt Wasser, man kriegt Trinken, man kann dort einmal, man kriegt eine Suppe oder ein Talbad, also Linsen und Reis kriegt man zu essen. Die Infrastruktur ist vorhanden, jetzt kommt man da ganz gut zurecht. Und der letzte Tag, um auf deine Frage zurückzukommen, wird halt ein erhebendes Gefühl sein, natürlich. Aber auch ein normaler Wandertag, was mich viel mehr bewegt, ist nachher. Denn was ist nach dem letzten Tag? So, jetzt bin ich dort. Ja, und dann? Jetzt habe ich da, und jetzt, wir haben überhaupt wir haben keinen Plan für nachher. Genau. Also, wie es nach Hause geht, auch kein Plan, ob das Motorrad nach Hause geht oder auf einen anderen Kontinent, ist vielleicht auch noch so ein Fragezeichen. Und den letzten Tag stelle ich mir zum Beispiel emotional vor. Also entweder heul ich oder es passiert gar nichts. Also, aber ich denke eher, das wird schon sehr emotional, weil für das habe ich die letzten 5 Monate dann gekämpft, sage ich mal. Weil Zuckerschlecken wird das, glaube ich, keiner. So, lalala, wir gehen mal Mount Everest Base Camp. So wird das, denke ich, nicht, aber es wird schon ein cooler Tag. Aber ich denke, dass wir auch vor dem Everest sehr, sehr viele Highlights haben werden. Weil es ist ja nur 1 von 8 Base Camps. Und ich denke, das Nanga Parbat Base Camp wird genauso ein Highlight, der Rest auch. Mit einem Unterschied, dass dort der Tourismus nicht so vorhanden ist. Also das ist sicher schwieriger, in Pakistan unterwegs zu sein, als wie in Nepal. Ich habe vorhin so ein bisschen reingelesen, was überhaupt die 8000er sind. Es sind ja insgesamt 14 und ihr wollt, glaube ich, 8 anfahren oder alle 14? Nein, 8. 8 Stück. Genau, und weil ein paar sind in China und da kann man nicht reisen. Okay, verstehe. Genau. Aber bei Nanga Parbat stand explizit dran, dass da das Basecamp auch eine der härtesten Touren überhaupt ist. Und ja, bin schon mal sehr gespannt. Also die Bilder auf der Website sahen faszinierend aus, wirklich. Aber was macht ihr denn am Ende der Tour, wenn ihr dann irgendwie fahrt ihr wieder zurück, lasst die Mopeds da stehen, fliegt ihr zurück, verschifft sie zurück, was macht ihr denn? Also ich kenne eine Firma in Kathmandu, die sich darauf spezialisiert hat, Motorräder zu verschicken in die ganze Welt. Die kümmern sich um alles, du bringst das hin, die schicken dir es typischerweise, also es gibt ein paar typische Reiserouten für die Motorräder. Eine davon ist nach Bangkok, denn viele wollen ja Myanmar überspringen. Und das heißt, das ist ein Hauptziel ist von Kathmandu nach Bangkok. Ein sehr einfaches Ziel ist auch Dubai oder Frankfurt. Und man kann sich dann auch ein mögliches Ziel, das ist auch Südafrika. Oder Australien. Man kann es nachher aussuchen, wenn man dort ist. So weit möchten wir noch nicht planen, denn wir wissen ja noch nicht, wie gut wir zurechtkommen. Wird der Mate sagen, es war die Hölle, ich möchte nie wieder ein Motorrad sehen, ich schmeiße gleich den Berg hinunter. Oder ist er angesteckt und möchte sofort die Reise, sage ich mal, in Thailand fortsetzen oder in Südafrika fortsetzen.
Ich für mich möchte unbedingt den nächsten Winter irgendwo verbringen, wo es warm ist. Das heißt, da würde sich Südostasien anbieten, da würde sich Südafrika anbieten. Aber viele Freunde sind jetzt in Afrika unterwegs und sind unterwegs gewesen. Man kennt die Szene eher ein wenig, da weiß man ja, wer wo unterwegs ist gerade. Und da sehe ich natürlich, boah, dort ist immer schön und warm und die Tiere, das ist ganz oben auf der Liste. Aber wie es wirklich weitergeht, wissen wir nicht. Ich würde sagen, da lassen wir uns einfach überraschen, was die nächsten Monate so bringen und was ihr dann einfach dann erzählen werdet. Und für alle ZuhörerInnen, die jetzt gerade total gespannt sind, so wo kann man euch denn folgen? Wie kriegt man denn mit, was euch begegnet unterwegs, was ihr erlebt, wie es euch geht? Erzählt doch mal kurz, wo man euch verfolgen kann auf eurer Tour. Also hauptsächlich, ich und Mario sind absolute Neulinge. Wir haben genau nur für die Tour einen Instagram-Account angelegt, und zwar Free Gulliver. So wie frei und wie Gullivers Reisen. Also aus den zwei haben wir eine Kombination gemacht. Es das heißt Free Gulliver. Man kann auch in Instagram eingeben Motorrad und Everest. Und dann findet man uns genauso. Genau. Wir verlinken es auch nochmal in die Shownotes. Dann könnt ihr per Klick da direkt hinfinden. Genau, das Und Schöne ist, die Reise hat noch nicht begonnen. Jeder, der jetzt anfängt zu verfolgen, der wird das von Tag null miterleben. also wenn diese Folge erscheint, dann seid ihr hoffentlich schon 1 bis 2 Tage unterwegs. Und ist, dann sind quasi alle, die da direkt draufklicken, von Anfang an mit dabei. So ist das. Ist für mich eine komplett neue Situation, denn früher, traditionell, habe ich es so gemacht, ja, jetzt fahre ich mal irgendwo hin, habe eine Reise gemacht und im Nachhinein einfach was zusammengeschrieben, einen Bericht oder ein Buch geschrieben. Nur dieses Mal möchten wir so viel als möglich live machen. Und das macht es so besonders. Also wir möchten wirklich ein Videotagebuch machen, das wir im Anschluss dann zusammenstellen, dass man wirklich sieht, chronologisch mit heiß und los, wie es uns ergangen ist bei der Tour, was man vielleicht lernen kann oder mitnehmen kann, was man verhindern sollte unbedingt. Und das ist auch das erste Mal, dass man halt wirklich, also ich für mich ist das zumindest das erste Mal, dass ich wirklich jeden Tag vielleicht ein Update poste und wie es geht und Fotos und sofern halt das Internet verfügbar ist, was aber normalerweise auf Reisen immer verfügbar ist, denn überall kriegt man heutzutage Wi-Fi oder kann eine SIM-Karte kaufen für wenig Geld. Und jetzt möchte man einfach sich wirklich die Zeit nehmen und so viel als möglich Eindrücke teilen. Super. Ja, da fühlt man sich ja dann auch als zu Hause gebliebener gleich, als wäre man mitten dabei und mittendrin. Und wie gesagt, ich glaube, das ist auch das Spannende, wenn man dann so auch direkt die Emotionen mitbekommt. Weil zum einen fühlt man sich dann da auch verbundener, also mir geht es zumindest so, dass man, also ich folge dann auch lieber den Leuten, die ich auch schon mal kennengelernt habe oder mit, bei denen ich so ein bisschen up to date dabei sein kann. Und es ist halt echt eine spannende Geschichte und das absolut unübliche Motorradziel. Und das macht es, glaube ich, auch nochmal so. Ja, herausragend. Ich würde euch gerne zum Schluss noch eine Frage stellen. Und zwar, wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr selbst in 5, 6 Monaten am Nanga Parbat oder am Mount Everest, was würdet ihr eurem zukünftigen Ich sagen an der Stelle, von jetzt aus gesehen? Meinem zukünftigen Ich, dem ich in 5 Monate rückwärts sage, dann würde ich sagen, nimm dir mehr Zeit, nimm dir mehr Zeit, du hast das alles viel zu schnell gemacht. Und ich würde ihm sagen, egal wie du jetzt gerade im Moment leidest, das war die richtige Entscheidung. Wenn wir immer ein ganz großes Tief gehabt haben, wenn ich mit meiner Martina unterwegs war, dann hat die Martina mich immer aufgeheitert, indem sie gesagt hat, es ist Regen, es ist kalt, aber würdest du jetzt lieber im Büro sitzen? Und da fahren Ich mag deine Frau jetzt schon. Gute Einstellung. Ah, super. Sehr Wir schön, ihr wünschen beiden. euch Genau. alles, alles Gute für die Reise. Noch ein paar spannende letzte Tage und ja, einen fulminanten, aufregenden, spannenden Aufbruch und ganz viele tolle Momente.
Wir werden euch auf jeden Fall verfolgen, was euch passiert. Und ich würde euch gerne noch eines gerne mitgeben. Das können wir gleich nach der Aufnahme machen. Ich würde euch gerne ein paar Zinsbackaufkleber schicken. Ich würde gerne zwei Zinsbackaufkleber auf euren Maschinen euch mitgeben, wenn ihr möchtet, dass unser kleiner Podcast auch mit auf die Reise gehen kann. Ich glaube, wir haben welche. Habt ihr schon? Ach, Karina, du warst schon. Ja, ja, wir waren ja in München. Ich habe meinen Job erledigt. Auf dich ist sowas von Verlass. Ja, ganz großartig. Ja. Wir haben uns eingedeckt mit den Aufklebern. Genau. Und werden ganz vorne. Hervorragend, hervorragend. Cool. Ich liebe es. Danke sehr. Wer noch nicht genug hat, vor allem jetzt von den beiden, Insta könnt ihr folgen, aber es gibt noch vielleicht einen kleinen Hinweis auf unsere Schwester Postcard Pegaso-Reise. Da hat nämlich in der Folge 166 Martina und Mario schon berichtet von ihrer Reise von Chile bis Kolumbien auf den besagten billigen China-Mopeds. Hört da gerne mal rein, wenn ihr unseren Podcast durch habt mit den beiden. Wir wünschen euch auf jeden Fall, wie Karina schon sagte, alles Gute, tolle Erlebnisse, 1000 neue Eindrücke und teilt die gerne mit uns. Vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Danke. Dankeschön. Danke.